SCP-021-DE. Klassifizierung: sicher. Beschreibung: SCP-021-DE ist ein Virus mit einer Infektiosität von 85,33%. Das Virus kann durch Körperflüssigkeiten und Tiere übertragen werden. Außerhalb eines Wirtskörpers überlebt das Virus für mehrere Wochen bis Monate. Die Symptome für eine Infektion sind zwischen dem weiblichen und dem männlichen Geschlecht unterschiedlich. Folgende Symptome schließen auf eine Infektion bei Männern hin: starkes Bluthusten, warme, geschwollene Stellen am Körper, Durchfall, Schleim im Rachen, Schwindel und Muskelschwund, akute Übelkeit. Die Symptome einer Infektion von SCP-021-DE sind für das weibliche Geschlecht besser zu identifizieren und ähneln der einer Schwangerschaft. Folgende Symptome schließen auf eine Infektion bei Frauen hin: starkes Bluthusten, angeschwollener Bauch, Durchfall, Schwindel und Muskelschwund, akute Übelkeit, Stimmungsschwankungen. Sobald eine Frau von SCP-021-DE infiziert wurde, sollte sie schnellstmöglich mit dem Impfstoff Succinyl-S6 geimpft werden, um das Erreichen des Virus in der Gebärmutter zu verhindern. Die Dauer, bis das Virus zur Gebärmutter vorgedrungen ist, beträgt 12 bis 17 Tage. Falls das Virus die Gebärmutter erreicht hat, wird es ein Exemplar seiner Viren in diese einpflanzen und vom Wirt gebären lassen. Für betroffene Frauen ist dies als sehr schmerzhaft einzustufen. Siehe Testlog 021.de. Das Virus, welches sich in der Gebärmutter befindet, ernährt sich von der zugenommenen Nahrung des Wirtes. Die Zeit, in der das Virus in der infizierten Frau aufwächst, geht schneller um als eine übliche Schwangerschaft. Ein Test hat gezeigt, dass es bis zu 3 Monate dauert, bis das Virus geboren werden kann. Die Geburt, sowie die gesamte Schwangerschaft, ist eine schlimme Qual für die betroffene Frau. Bisher wurden 2 Tests mit weiblichem D-Klasse-Personal durchgeführt, welche einen der Viren gebären sollten. Der erste Test ist gescheitert, da der Wirt durch überwiegende Qualen gestorben ist. Der zweite Test hingegen hat gezeigt, dass es zwar möglich ist, das Virus zu gebären, ihn aber nicht am Leben zu erhalten. Das Virus ist während der Geburt gestorben, da SCP-021-DE1 nicht außerhalb des Wirtes überleben konnte. Der vergrößerte geborene Virus wird als SCP-021-DE1 bezeichnet und ist mit seiner Geißel 1,38 Meter groß. Um seine Zellwand aufrechtzuerhalten, wird SCP-021-DE1 in einem Wassertank aus Glas gesichert, um seine aktuelle Lage zu beobachten und einzuschätzen. Sicherheitsmaßnahmen: sämtliche Proben von SCP-021-DE müssen in 2 voneinander getrennten Wassertanks untergebracht werden. Jegliches Personal, welches den Sicherheitsraum von SCP-021-DE betreten will, muss einen Atmosphärenschutzanzug tragen und beim Austreten des Sicherheitsbereichs mit einer chemischen Dusche gereinigt werden. Bei einem möglichen Eindämmungsbruch muss der gesamte Bereich evakuiert und unter Quarantäne gesetzt werden. Zudem muss das gesamte weibliche Personal mit dem Impfstoff Succinyl-S6 geimpft werden. Anhang: SCP-021-DE wurde in der Universität in Berlin gefunden und sichergestellt. Das Virus wurde in einem Biolabor von Dr. kreiert, welcher selber an dem Virus erkrankte und vom Foundation-Personal sichergestellt wurde, um weitere Erkrankungen zu verhindern. Beim Bergen des Virus erkrankten 4 weitere Mitarbeiter, von denen einer starb. Testlog 021.de. Vorwort: der erste Test ist nicht mit aufgeführt, da die Testperson frühzeitig gestorben ist und das Experiment nicht weiter durchgeführt werden konnte. Test 2 zieht sich über mehrere Monate hin. Test Nummer 2. Subjekt D12891. Datum: 1. Juni 1900 bis 6. September 1900. Test: das weibliche Subjekt wird mit SCP-021-DE infiziert und täglich untersucht. Ergebnis:
20 Tage nach der Infektion erreichte das Virus die Gebärmutter des Subjekts und legte einen Keim zum Gebären bereit. Im ersten Monat begann das Subjekt sich über schreckliche Schmerzen zu beklagen. Seitdem konnte das Subjekt nicht mehr richtig einschlafen und musste vor Schmerzen im Unterleib ständig schreien. Im zweiten Monat bat das Subjekt, das Virus aus ihr zu entfernen und ist mehrmals vor Schmerzen ohnmächtig geworden. Kurz vor dem dritten Monat versuchte das Subjekt mehrere Male ihren Bauch aufzustechen oder Selbstmord zu begehen. Sämtliche scharfe Gegenstände wurden aus ihrem Raum entfernt und das Subjekt wurde an das Bett gefesselt. Im dritten Monat wurde SCP-021-DE1 geboren, welches bei der Geburt starb, als es sich außerhalb des Wirtes befand. Ein schneller Transport von SCP-021-DE1 in ein Salzwasserbecken, um das Überleben sicherzustellen, war nicht mehr möglich. Anhang: Am 6. September 1900 endete das Experiment. D-12891 wurde freigegeben, um weitere Tests in anderen Bereichen durchzuführen.